Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Ich hätte mal geguckt, was mit diesem komischen hier Missable Ding auf sich hat. Davor darf ich irgendwas anderes nicht machen und das kann ich mir, glaube ich, gut merken. Deswegen ist es okay. Ich gehe mal davon aus, die werden hier nachher spawnen, diese beiden mit ihren mobilen Inn. Ich hätte noch mal ein bisschen geheilt, weil ich noch mal einen Kampf mitnehmen möchte, weil hier noch ein paar neue Gegner auf uns gewartet haben. Ich habe ja auch gespeichert. Also bevor wir jetzt reingehen, würde ich gerne mal so eine riesige Turtle hier machen. Zum Beispiel. Die gar nicht mal so riesig ist, wenn sie nicht so riesig ist. Ah, ich kann K.O. schlagen, kurz. Ich kann immer wieder sagen, wie sehr ich langsame große Gegner bevorzuge, bevor ich mich schnell entwickle, kann die mich anrennen. Es ist einfach einfacher. Vögel. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal gut aus, dass die Vögel, wollte ich sagen, die Vögel recht tief fliegen. Vielleicht braucht man in diesem Spiel wirklich nicht ernsthaft zu springen, dann ist es ganz okay. Nadi, rapido. Du bist ein guter Mann. Tschüss, warte! Masaka, Boko, Tabiruki? Taske de Yuri! Doka shita ka, Karol? Na, nandemo nai yo. Gut, lief sonst irgendwas Interessantes an neuen Gegnern rum? Der Vogel ist alt. Du bist auch alt. Oh! Ne, die sind alle alt gewesen, ne? Wie ist es denn mit diesem komischen Monsterbuch? Werden die Sachen da auch so angelegt oder muss ich die voranalysieren? Ah ja, guck mal, es wurden sogar schon die Monster von früher mit angegeben. Also Monster, Anführungsstrichen, ne? Zwei Formen von Sagi, weil wir zweimal gegen ihn gekämpft haben miteinander. Okay. Also hatte da schon unterschiedliche Werte gehabt, scheinbar. Okay, ich glaube, wir kriegen die Daten der Monster nur, wenn ich sie auch extra analysiere. Das heißt schon mal, ist mir egal natürlich, weil ich das darauf kurz mir nicht an, aber das heißt, wenn man hier 100% Buch voll haben will, hätte man bereits damals wahrscheinlich insbesondere diese Gegner hier analysieren müssen. Aber es ist Gott sei Dank für mich jetzt nicht schlimm. Ich mag generell aber immer gerne Monster-Kompedien. Finde ich schon mal ganz cool. Ich mach's mal nochmal einen Kampf und mach mal so ein Analyse-Ding. Komm mal her. Mr. Vogel. So, Objekt. Ein magisches Auge, mal auf so einen Rhinoceros. Ah ja, klappt sofort, okay. 1100 Lebenspunkte, okay, alles klar. Ziemlich beefy in der Defense. Hätten nicht so viel magische Verteidigung, ne? Hätten wir mal jemanden, der magisch Schaden machen könnte, dann könnten wir die auch leichter besiegen, schätze ich mal. Au. Au, au, au. Also ich glaube, dass ich das noch besser hinkriege, wenn ich die Lenkmesser besser beherrsche. Aber ich denke, dass das noch ein bisschen dauert. Weil das schon recht komplex ist, immer so viele extra Tasten drücken zu müssen für bestimmte Bewegungen. Sobald ich 3D laufen will, muss ich eine extra Taste drücken, sozusagen. Und wir in der Plauderei. Gibt echt viele von, ist auch nicht verkehrt. Ist schon okay. Karol, der Herz, nantonaku kyodou-fushin da na. Skoshi ochitsuki ga nai kanji wa aru kedo, warui ko ja nasa sou desu yo. Tashika ni warudakumi suru you ni wa mie nee kedo.
なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ふん、不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もう、ユーリったら。 OK, gib mir eigentlich Start, wa? Es wird Zeit. Die Stadt der Blüten, Hallur. Ungewöhnlich ruhig hier. Irgendwie, oder? Der erste Eindruck.ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか？そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか、だったらハルルの木のシュートブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を身につけることで進化をするものがあるです。その代表が花の町ハルルのチルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？Ich frage mich gerade, ob dieser weißhaarige Charakter was er mit diesem verbleibenden Blastier da gemacht hat. Hat er das absorbiert, zerstört? Ist das vielleicht ein Ziel von ihm?Vielleicht diese Schutzplastik auch auszuschalten? Das wäre, ich meine, ich theoretisiere nur wild vor mich hin, ne? Dass er vielleicht auch diesen hier ausschalten würde? Warum auch immer? Keine Ahnung. Ja, Kuni, tatte, ne? Mitai, da, gedo.毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。 OK, dann hat sie zerlegt. Es ist schon am Sterben. Alles klar. あ、どうしたんです？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。おとなしくしとけってまだ分かってないらしいな。それにフレンはいいのかよ。Du hast dich von Estelle und Carol getrennt. Ja gut, aber ich sehe hier, glaube ich, in diesem Dorf keinerlei Wachen.Des Reiches, also es kann sich ja so viel aufhören, wie sie will, oder? Erstmal. Gut. Dann suchen wir doch erstmal das Haus des Bürgermeisters von Hallur auf. Und plündern ein bisschen seinen Orangengummis.Ich hab's genau gesehen, ich kann hier irgendwo was prüfen. Ach, da. Wasser fließt aus einem Baumstamm in das Haus. Wäre ich nie drauf gekommen. Und ein magisches Auge gleich wieder voll. Was wir gerade erst benutzt haben. Ich wette, wir werden uns nochmal hier aufhalten und Gespräche führen, oder? Das sieht nach so einem Ort aus.So. Jetzt, wo es weg ist, lernst du das Barriereblast hier zu schätzen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Älteren? Ah, das tut weh. Wir sind machtlos. Wir können nicht mal den Menschen von Hallur helfen. Laden Regulus. Ich sehe aber keinen Händler hier.Der Laden ist also aktuell nicht besetzt, nicht bemannt. Bedauerlich.
Bin ich verletzt? Nein, nein, nur starr vor Angst. Vater, es ist so peinlich. Ich kann den Bürgern dieser Stadt nicht gegenübertreten. Okay, was ist peinlich? Oh, mit diesen Verletzungen kann ich auch nicht zur Gaststätte. Zum Glück sind die Kinder sicher, die im Haus Schutz gesucht haben. Wer ist diese Magierin da hinten? Die sieht irgendwie besonders aus. ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえ、そんな全然。いやはや、これほどの忠実があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。全くですよ。 騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘。そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけは違ってましたよね。フレン、schätze ich mal。おお、あの青年か。彼がいなければ 今頃私らは全滅でしたわ。 Und allem Anschein nach hat er bei der Verteidigung dieses Ortes mitgeholfen. Er war ja auch hier, es war ja der erste Reisepunkt seiner Pilgerreise, wie wir glaube ich gehört haben. 今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。偶然、町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったのです。 巡礼の騎士って、その騎士様ってフレンって名前じゃなかった？ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか？いえ、結界を直す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、 それ以上のことは。Das ist schon relativ viel wert, immerhin eine Himmelsrichtung. So ですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。うん。よかったな、追いついて。Okay, wenn er zurückkommt, alles klar. はい。会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。 Es ist jetzt die Gruppe wieder angeschlossen. Okay. Wenn du den Hügel hinaufgehst, kommst du zum Baum von Halur. Jetzt ist der Baum natürlich verdorrt. Okay, da war die Magierin wohl nichts Besonderes. Sie sah aber irgendwie anders aus als alle anderen hier, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es einfach das Magier-Design und sie war zufällig hier. Und die sehen eigentlich alle so aus. Es ist die Jahreszeit der Blütenschau, aber es gibt gar keine Blüten zum Schauen. Und Monster greifen auch noch an. Das ist einfach zu viel. Was ist mit den Blüten hier und den Blüten da vorne? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Baum von Halur wieder lebendig zu machen. Gießen. Einfach mal gießen. Danke, dass du alle geheilt hast. Aber die Blumen blühen nicht. Ich bin so deprimiert. Ich meine, ich weiß, davon reden wir gerade nicht, aber was ist mit den Blumen hier vorne? Gaststätte Benebola. Ich hätte nichts dagegen, mich zu heilen. Ich weiß nur nicht gerade, ob ich dich warten sollte, bis wir diesen kleinen Boy wieder dabei haben, dessen Name ich mir jetzt noch nicht gemerkt habe. Also mit K. Carlos war es nicht.
Irgendwas mit K auf jeden Fall. Urteilt nicht über mich. Das kommt noch. Die Tür ist verschlossen. Das muss ein Gästezimmer sein. Das ist ja wohl möglicherweise unser Gästezimmer. Wir klauen erstmal das Apfelgummi. Der große Baum von Nalua sieht wirklich gigantisch aus. Das war's auch. Verschlossen, Gästezimmer, ja. Dann ist das eine Zimmer und unser Zimmer. An alle Porträtmaler. Wer glaubt, den besten Leut malen zu können, melde sich. Ob auf Papier, Blättern, Baumrinde, wir nehmen alles an. Sendet eure Beiträge an der echte Leut. Wir freuen uns auf eure Kunstwerke. Okay. Wie auch immer das ist. Speichern können wir trotzdem schon mal. Aber heilen würde ich jetzt erwarten, bis alle wieder dabei sind. Wir sehen uns später noch, Mr. Innenbesitzer. Es könnte nicht dieselbe Gilde sein, die Monsterjagd betreibt. Und er spricht nicht zufällig von dem Mädchen in der Begleitung der beiden Herren. Aber das ist, glaube ich, zu weit hergeholt, oder? Karol war sein Name, ja. Karol? Was ist das? Karol? Scheint ihn ja sehr mitzunehmen. Ich weiß ja nicht. Ihr haltet eure Bambuschwächchen immer richtig. そうだな。レイドン取りでじゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。 Wir sind verloren. Wir sind erledigt. Der Laden wieder offen, ne? Gucken wir uns später, glaube ich, erstmal an. Ich geh's mal hoch. Ich glaube, es macht immer noch mehr Sinn, die ganzen Dinge zu tun, wenn Carol wieder dabei ist. Carol?近くで見ると本当でっけ。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね。満開の花が咲いて街を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら 結界の方にしないか。ん？魔物が来れば、また怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ。魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ？何か他に理由があるってことですか？俺はそう思うけどな。 お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因まではわからなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。
何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て、変色してるでしょ。それ、町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。カロルは物知りなんですね。Überraschenderweise ja。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか。あるよ。あるけど誰も信じてくれないよ。Vielleicht sollten wir den kleinen Karol oder ich den kleinen Karol nicht unterschätzen, ne? なんだよ。言ってみなって。パナシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。Wenn das so leicht wäre, Yuri, hätte es auch schon getan. 行きましょう、Yuri. Was? Warum können wir dort hingehen? Das kann ja nicht so recht sein, dass es nicht geht, oder? きっと満開の季節になると、ハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。 Nein, ich kann diesen Gedanken ja schon nachvollziehen. Macht Sinn, was Yuri da von sich gibt. Nicht, dass es irgendwen interessiert, was ich denke.Ein Allheilmitteltrank habe ich einen. Da ist ein Alltruhenmitteltrank. Unter der Wurzel, da ist eine Truhe versteckt. Das heißt, irgendwann wird diese Wurzel weg sein. Aus welchen Gründen auch immer. Weil da ist auf jeden Fall eine Truhe drunter. Als ob man den einfach im Laden kaufen könnte. Stell dir mal vor, ja, haben wir im Laden gekauft. Voll easy. Der Baum ist geheilt. Alles ist wieder gut.Beim Anblick der Blüten dieser Stadt spüre ich immer so einen inneren Frieden. Ich kann es gar nicht fassen, dass so etwas passieren konnte. Ayo! Irasshai! Kyou wa nani ga iriyou de? Panacea Bottle wa aru ka? Ainiku to ima kirashiteru nda. Wer hat die gekauft? Sonna! Sozai sai areba gosei dekiru nda ga ne?Wahrscheinlich muss er für dieser Buntbär dann glauben, oder? Nani ga areba tsukureru? Eggbear no tsume to Nia no mi, Rururie no hanabira no mitsu da. Eine Buntbärenklaue, Nia-Frucht und Luluria-Blütenblatt, okay. Kedo, Panacea Bottle wa ittai nani ni tsukau nda? Senjitsu mo onaji koto wo kiite kita gaki ga ita nda ga. Harulu no ki wo naosu n desu. E?パナシアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。うん、なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。なら、エッグビアは？悪い。魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいれば、Jetzt, wo auch das, der Begriff Mondsäger fällt, gehe ich dann doch stark davon aus, dass es sich um dieselben Leute handelt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Carol eine Verbindung zu den Mädel da hat. Lururie no hanabira というのは? この町の真ん中にハルルの木があるだろう? あれの hanabira さ。 Ungünstig.Wo kriege ich mir jetzt einen her, wenn das hier nicht blüht? 普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも、花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから、聞いてみてよ。OK。わかった。素材が集まったらまた来るよ。
Also das Blütenblatt vom Bürgermeister. Die Frucht wird wahrscheinlich im Wald leicht zu finden sein. Also die Schwierigkeit ist, wie Carol schon wusste, die Buntbärenklaue. Ich will trotzdem mal kurz in den Laden gucken. Hast du irgendwas für mich Relevantes? Gifttränke. Oh Gott, die sollte ich vielleicht wirklich kaufen, ne? Zumindest ein paar davon. Gift- und Lähmungstrank zur Heilung. Für Gift- und Lähmungseffekte. So, wir könnten einen Holzschlägel kaufen und eine Handaxt. Die könnte... Oh, die Handaxt könnte tatsächlich für... Interessant, Yuri gut sein. Der Holzschlägel ist natürlich ganz klar für... Carol. Ich kaufe ihn schon mal. Die Handaxt könnte auch cool sein. Ich kaufe sie sowieso. Das, wenn ich sie jetzt noch nicht ausrüste, weil ich vielleicht den momentanen Skill dafür erst noch lernen möchte. Weil anscheinend können wir den wie dauerhaft lernen, wie lange noch benutzen. Wäre es natürlich sinnvoll, alle möglichen Waffen zu kaufen, die einzigartige Skills haben. Abgesehen davon, dass die Handaxt stärker ist. Das heißt, sobald ihr Skill gelernt ist, sowieso zur nächsten Waffe wird. Schapka. Ein flauschiger Hut. Ein Muss bei kaltem Wetter. Das Band ist schwächer tatsächlich als ihr Reif, den sie bekommen hat. Die Frage ist, ob hier Carol auch einen Schapka tragen kann. Aber das Ding ist billig und ich gehe mal davon aus, ja, er kann es. Man sieht es unten ja auch. In dem Schapka-Fenster sind ja alle Charaktere angebunden, die es tragen können. Ich hoffe, er hat noch keine Schapka. Eine Brüne. Eine Metallrüstung, die einige Fähigkeiten erfordert, um sie zu würdigen. Also eine neue, schwere Rüstung, die noch besser ist als die bisherige. Und hier haben wir auch wieder massenweise Rüstungen, die neu sind. Kann ich mir die alle leisten? Ich bräuchte zwei Brünen, weil Carol auch eine tragen kann. Einen Kettenpanzer und eine Lederjacke. Kann ich mir leisten? Gut. Ein leichter Brustpanzer, der mit einer Metallplatte im Brustbereich verstärkt ist. Eine Lederjacke für Hunde, sehr beliebt bei Sammlern. So, jetzt kaufen wir erstmal alles. Dann rüsten wir das alles gleich erstmal aus. Ich denke mal, Carol wird gleich wieder zu uns zurückkehren. Dann wäre es sinnvoller, wenn ich dann anfange Ausrüstung zu verkaufen. Hätten wir auch noch hochgekonnt. Wie konnte der Baum nur verdorren? Carol, Kuoi no Mori ni ikuzo. Das ist eine gute Übersetzung, oder? Ich höre die ganze Zeit eher so Eggbär daraus. Gab es nicht auch so einen Eggbär in Eternia? Die hieß auch so Eggbär, ne? Da gab es auch eine ganze Geschichte über diesen Bären, weil er ganz relevant war. Erinnere mich noch dran. Uso tsuiten no ka? Dattara, ore wa omae no kotoba ni kakeru yo. Yuri! Schau gar nicht, ne? Bokumo ist sogar schon da, aber ne? Kimari des, ne? Watashi tachi de kekkai o naoshimashou. Estelle mo kuru no? Atarimae janai desu ka. Furen matanakute ii no ka yo. Naosu nara ki o naose tte itta no wa Yuri desu yo. Nara, Furen ga modoru mae ni ki naoshite bibirasete yarou ze. Und da ist der Carol wieder dabei. Aber mal kurz equippen. So, der Rückschritt ist da schon gelernt, weil da ist keine Leiste mehr dran. Ich muss eben kurz schauen bei Fertigkeiten, ne? Fertigkeiten über Ausrüstung verfügbar, Rückschritt. Okay, also jetzt ist sie verbunden, ja? Ich meine, ich muss... Woran erkenne ich, ob eine Fähigkeit schon gelernt ist oder nicht? Ich rüste mal eben kurz die Handaxt aus. Eine Axt, die Gegnern entgegengeschleudert werden kann. Eine leichte, einhändige Axt. Verarzten und ausweichen. Ja, ich kann Rückschritt ja schon aktivieren. Es ist schon gelernt. Also sobald die Leiste weg ist, ist es halt gelernt. Okay. Gut. Ausweichen. Erhöht die Beweglichkeit um 5%. Die Erhöhung durch Ausrüstung ist nicht betroffen. Also, was, also der Schadenswert Beweglichkeit sorgt also dafür, ob man gegnerischen Angriffen ausweichen kann. Okay. Verarzten. Winner werden aktive Abwehr beim Taumeln durch einen Treffer niedergeschlagen zu werden. Okay, was auch immer das mit dem Wort verarzten zu tun haben soll, aber in Ordnung.
So, eine Schubkarre. Eine Brünne. Nein, ich will schief ablegen, das solltest du nicht. Du kriegst auch eine Schubkarre. Deine Lederjacke bekommst du. Ein bisschen Beweglichkeit verloren, aber als ob ich mich hier auf Ausweichen verlassen würde. Ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ich verlasse mich lieber auf klare Werte. In der Regel zumindest. Kettenpanzer. Brünne. Schabkarte, ja, auch nicht sehr gut. Der Holzstegel hat immerhin kritisch. Das andere Ding hatte vorher noch gar nichts. Ein großer Holzstegel für den Bau, relativ schwer und fügt beträchtlichen Schaden zu. Okay, die Fertigkeit würde ich gerne mal kurz sehen. Er hat schon Vitalität gelehrt, erhöht die maximale KP um 200. Ja, er ist ein bisschen tankiger, merke ich schon. Erhöht die Chance, den kritischen Schaden zuzufügen. Okay. Wäre natürlich schön zu wissen, um wie viel Prozent. Weil einfach nur Chance sagt mir jetzt nicht viel, aber gut. So, jetzt können wir den Rest verkaufen und dann können wir nochmal rasten gehen. Verkauf. Den brauchen wir nicht mehr. Das Ding brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben es ja schon gelernt, ne? Solange wir die Sachen schon gelernt haben, brauchen wir die alten Dinge auch nicht mehr. Behaupte ich mal ganz forsch. Haben wir ein bisschen Geld in der Tasche. Und sind auch, soweit ich das sehen kann, optimal gerüstet. Ein Umstand, den ich immer sehr begrüße. So, einmal rasten. Willkommen, bleibst du über Nacht? Dann macht das 150 Gold. Ja, wie die Preise wieder Stück für Stück steigen. Erst war es voll 50, dann war es 100, jetzt ist schon 150. Jetzt will ich schon mal gerne wissen, ob wir dann draußen gehen, ob diese komischen ja, Inns auftauchen, die ne, mobil sind. Halt, müssen wir noch zum Bürgermeister wegen dem ersten Rezeptding da? Das Lululia-Blütenblatt, genau. Der Druck steigt, ne? Ich hoffe mal, dass das dann wirklich auch hilfreich ist. Wenn nicht, wäre das ein bisschen schade. Lululia Blütenblatt, Zutat des Allheilmitteltranks. Ein wertvolles Blütenblatt vom Bürgermeister von Hanlur. Arigato gozaimasu. Ato wa Nia no mi to Ekubea no tsume dakke? Kui no mori e iko. Alles klar. So, hatten wir die Augen offen. Nein, geh weg. Ich sehe schon wieder keinen von diesen Wagenlagerdingern. Ich laufe mal ein bisschen herum. Und versuche den Kämpfen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Oh Gott. Da hinten ist ein. Hinten war aber so eins. Ich habe eins gesehen. Mist. Mir fällt gerade auf, dass er die Reihenfolge der Charaktere wieder umgestellt hat, weil wir die Charaktere kurzzeitig nicht hatten. Also, so. Alter, sind die viele von den Viechern. Aber hinten ist so ein Ding. Ich weiß, es sind auch Städte und so weiter, die werden wir alle noch nicht besuchen. Oder Ruinen. Das könnten einfach Ruinen sein, ne? Aber hinten ist so ein mobiles Inn, da will ich unbedingt hin. Dann habe ich das auch von der Liste runter. Ich glaube, wir sollten hier rasten oder so.
oder mit ihm reden, keine Ahnung. Hm. Willkommen, König der Abenteurer. Oh, ihr seid es. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, schon ein Weilchen her. Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns wieder treffen. Ich war mir sicher, dass wir denen wieder begegnen würden. Oh, großer Bruder. Plump wie immer. Wer ist das denn? Das sind Karen und Rich. Sie reisen durch die Lande und führen eine Gaststätte. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Er ist schon gleich verschossen in Silber. Ihr seid eine größere Gruppe unterwegs. Ihr seid in einer größeren Gruppe unterwegs als beim letzten Mal, wie nett. Ja, eine Person mehr. Vielleicht möchtet ihr kurz einkehren und euch ausruhen? Ja, ich könnte eine Rast vertragen. Einverstanden. Ich bin auch ziemlich müde. Also gut, wir nehmen euer Angebot an. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Ja! Ja! Hm, das Schwert sieht richtig antik aus. Hm. Wie cool ist auch ein Axtestrich, ne? Das finde ich echt schön. Du hast eher auch beim Trainieren den Hammer benutzt. Die Klinge ist auch schon stumpf. Das ist nur mehr eine Antiquität. Ist nichts mehr zum Kampf zu gebrücken, die Menschen oder Vieh. Hat das Schwert eine besondere Bedeutung für dich? Es gehört jemandem, den ich respektiere. Deswegen kann ich mich einfach nicht davon trennen. Rich, du führst die Gaststätte auf Riedern doch nicht bloß, weil es dir Spaß macht, stimmt's? Hm. Seid so neugierig, Carol. Ist schon gut. Ich bin ein Krieger, kein Gastwirt. Zusammen mit Karen verließ ich mein Dorf, um Gigantomonster zu töten. Ich war damals 15. Du warst 15? Wie alt bist du jetzt? 28. 13 Jahre, hm? Das war ja eine ziemlich lange Zeit. Gigantomonster? So nennt man eine Art von Riesenmonstern, die auf der ganzen Welt verbreitet ist. Ich habe gehört, dass eine Ausrottungstrupp, den das Reich ausgesandt hatte, vollkommen vernichtet wurde. Aha, und dem war wahrscheinlich Rich angehörig, so wie die Person, die das Schwert gehört hat. Ich kann erst in meine Heimat zurück, wenn das letzte dieser Monster gefallen ist. Und warum das? Da gibt's wohl etwas, das du uns verschweigst. Vielleicht könnten wir dir helfen. Es scheint dir ziemlich zuzusetzen. Aber, versteht ihr? Ich weiß jetzt genaueres, aber du hast dich verpflichtet, das selbst zu erledigen, nicht wahr? Ja. Dann sollten wir es auch überlassen, Carol. Ja. Das wären wohl die Ziele, die wir lieber passbar gewesen wäre. Ich versuche hier, wie gesagt, alle mitzunehmen. Da hilft mir diese spoilerfreie Liste ganz gut bei, glaube ich. Hoffe ich zumindest noch weiterhin. Habt ihr gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Wenn ihr unsere Kutsche wieder mal sehen solltet, dann schaut doch herein. Ja, vielen Dank, sehr freundlich. Tschüss. Großer Bruder, wie oft soll ich es dir noch sagen? Sei doch ein bisschen freundlicher. Vielleicht hätten wir ihnen helfen sollen. Wir können nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber wenn wir diesen Monster zufällig begegnen sollten, können wir uns ja um sie kümmern. So ist bereit, könnten wir schon sein. Ja, ist gut. Okay, das scheint auch eine Aufgabe zu sein, die wir verfolgen können. Interesting. Ich würde ja schon mal die Vermutung in den Raum werfen, dass dieses riesige, fliegende Etwas im Wald eins dieser Gigantomonster ist. Ohne es zu wissen, aber... es würde mir sehr naheliegend erscheinen. Das war die Zauberbefähigkeit, die ich noch nie benutzt habe, aber ich auch nie gedacht, dass der Zauber kann. Die haben jetzt auf Dauer gelernt, das ist gut. Ich möchte übrigens lobend etwas erwähnen, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass... Machen wir nach dem Kampf, okay?
Mir ist aufgefallen, dass Yuris KI tatsächlich sogar die Backsteps benutzt. Das finde ich ziemlich gut, dass er die gelernte Fähigkeit der Waffen, die eigentlich eher ein bisschen passiver ist, auch aktiv benutzt. Also passiv ist sie nicht wirklich, aber ne? Kein Angriffsskill ist. Level up sehen wir immer gerne. Ich will den Baum da oben noch looten, weil da sind ja meistens Items drin. Okay, ein Kraut und ein Wasser. Nehme ich mit. Sehr schön. Bin ich zufrieden. Wir haben schon zu viele Orte gesehen. Da ist noch Ruine. Hier vorne sind die komischen Höhlen, die sehr interessant aussehen. Ja, wir haben noch viel zu entdecken. Ja, bin gespannt. Wir sind noch so frisch in diesem Abenteuer, nicht wahr? Gut, aber bevor wir zu den Kviwald gehen und da nach dem Buntbären-Clown-Typen suchen und die Frucht ergattern, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier erstmal. Ich würde gerne hier im Speichern. War hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Der war in der Taverne, ne? Ja, genau. Er ist im Inn, genau. Ja. Dann tun wir das noch eben. Ich weiß gar nicht, ist das für euch irgendwie extrem langweilig, wenn ich Estelle so viel fokussiere, aktiv? Für mich ist es einfach angenehmer, sie zu spielen, momentan. Weil ich einfach die Kontrolle über die Heilung dann besser habe. Aber ich würde auch schon mal wieder, also ich werde zwischendurch sicherlich auch die anderen mal spielen, keine Frage. Also, vielleicht soll ich zunächst mir mal Carol angucken. Mal nur zum Spaß. Nur mal just for fun. Was hat der nochmal für Arzt? Nur eine einzige, okay. Ich will mal gucken, wie er sie spielt. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Schwung in seinen Angriffen, was gar nicht so schlecht wäre. Ich mag tatsächlich langsamere Charaktere lieber, wenn ich in den Nahkampf gehe. Wo es mehr auf Timing ankommt, man dafür aber auch entsprechend belohnt wird. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und nächstes Mal gehen wir auf Jagd nach dem Buntbären. Dem Eggbeer. Warum auch immer er so übersetzt wurde, ich habe keine Ahnung. Bis denne und bye bye.